Hallo, heute ist es wieder Lou for You. Heute mache ich eine Roomtour, weil ein paar Leute das wollten. Und ich stelle es mir vor, wer das alles wollte. Steht auf meinem Zettel. Und zwar Lilly Sedel. Also jetzt entschuldige ich mich schon mal im Voraus, falls ich irgendwas falsch sage. Okay, Lilly Sedel. Und Vidat Rossum. Und Beauty Kati, Isabella Danhand, Ashley 7, Lara 4, Rusbild, Leandra M. Und das war's. Die wollten eine Roomtour von mir und deswegen mache ich das jetzt. Tretet ein. Also. Also hier im Eck sind meine ganzen Haarreifen und auch Strähnen und Haarbinder. Mein Lieblingshaarreifen ist eigentlich der hier. Ich mag den so gerne. Sieht jetzt ein bisschen blöd aus vielleicht. Ja, ein bisschen, weil ich da auch noch Ohren habe und da jetzt. Also alle fragen auch immer, ob ich hier sind meine Bücher unten. Ich habe natürlich noch mehr und hier setze ich mich dann immer gerne hin. Lies ein bisschen. Also, und alle fragen immer, ob ich Inliner habe. Ich habe auch Inliner, die stehen hier. Aber damit fahre ich kaum noch, weil ich ja jetzt meine Rollerskates habe. Ich verstehe nicht, wieso ich mit denen nicht mehr fahre. Ach, ist jetzt egal. Also, hier ist auch nochmal der Elf on the Shelf. Ich erinnere euch nochmal, ihr könnt den, also bis zum 14. könnt ihr mir Videos schicken. Und da könnt ihr dann den Elf on the Shelf gewinnen. Und da habe ich auch schon ein Video dazu. Und hier ist mein Notenständer, weil wie ihr wisst, spiele ich auch Querflöte. Ich glaube, ihr wisst das. Ja, ihr wisst das. Okay, aber in dieser Woche habe ich noch nicht gespielt. Also, hier geht es dann weiter. Hier habe ich einfach irgendwelchen Krimskrams drin, weil ich finde, das braucht man auch einfach mal, wo man Krimskrams drin hat. Man kann nicht alles perfekt zuordnen. Ja, und hier ist dann mein Schreibtisch. Hier ist dann mein Karteikasten, den habe ich vollgeklebt mit bunten Stickern. Und weil ich den ja jetzt Französisch. Und hier ist nochmal meine Magnetwand, das finde ich sehr cool, dass ich eine Magnetwand auf dem Schreibtisch habe. Und da oben, da seht ihr die Pinnwände, die ich. Pinnwände, wie das klingt. Pinnwände, die ich gemacht habe in einem anderen Video. Pinnwände. Das ist ein komisches Wort. Ich zeige euch mal, was auf dem Regal hier steht. Also, meine Lavalampe. Die ist jetzt leider also noch nicht so gut an. Und dann habe ich aber auch noch eine Vase selber gemacht. Die steht da hinten. Also mit so Puzzleteilen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mit so Puzzleteilen kann man dann eine Vase puzzeln. Und, die Schlittschuhe. Damit wollte ich auch mal ein Video machen. Also ich fahre auch Schlittschuhe. Es ist nicht so, dass das nur zur Dekoration da hängt. Wäre ein wenig komisch. Und dann auch noch meine Lampe, wo ich nicht weiß, wie die heißt. Also da unten steht auch noch meine Rollers, wie ihr seht. Die stehen immer in meinem Zimmer. Wieso weiß ich nicht. Also, und da stehen auch noch meine Ballettsachen, Sportsachen, Gardesachen, also alles, was ich für Hobbys brauche. Also nicht alles, alles. Querflöte steht zum Beispiel hier in diesem Regal. Und hier hinten ist mein Schminkeck. Hier kann man sich schminken. Und da kann man sich auch noch hier gemütlich. Au! Das hätte ich nicht machen sollen. So flauschig ist er nicht. Aber hier kann man sich auch schön hinsetzen und lesen.
Und da ist auch noch mein Hochbett. Eigentlich mag ich das nicht mehr so gerne. Und hätte gerne ein anderes, das meine kleine Schwester hat. Ja, weil ich das finde, ich finde das irgendwie schöner. Ja, aber es ist halt praktisch, da kann man sehr viel Zeug unten drunter hinstellen. So sieht es da hinten bei meiner Ablage aus. Also mein Radio, das ihr vielleicht jetzt seht. Mein Radio, das funktioniert leider aber nicht mehr. Weil ich habe das jetzt auch schon sehr lange. Und deswegen funktioniert das nicht mehr. Was ich auch noch sehr praktisch finde, ist das da. Das kommt eigentlich in die Küche. Aber ich habe es jetzt bei mir. McDonald's. Und hier sind meine ganzen vertrockneten Blumen. Vertrocknete Blumen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich gieße die mal. Jedenfalls, die da, die hat es noch überlebt. Ui, das war zu viel. Entweder gebe ich zu viel oder zu wenig. Also, weil das hier mein kleiner Beauty Palace ist, habe ich auch noch von Bibi's Beauty Palace ein Poster. Das ist mein eigener kleiner Beauty Palace. Und dann, weil ich die Sendung sehr mag, hängt da hinten Sorry Luna in meinem Schrank. Matteo und Luna. Und dann auch meine Lieblingssängerin Ariana Grande und Descendants. Das ist so ein Film, wo von den Kindern von Maleficent, der bösen Königin, das sind die Kinder von Maleficent, der bösen Königin, Cruella de Vil und Jafar, oder, ja, ich kenne den eigentlich gar nicht. Wer ist Jafar? Ich wurde informiert, Jafar ist von Aladdins Wunderlampe. Und was macht meine Lavalampe da jetzt? Sieht aus wie eine Raupe. Wo kommt das auf einmal her? Das war doch vorhin noch ganz wenig. Wo kommt das jetzt her? Und hier ist meine Lampe. Die ist total cool. Und die ist auch viel heller als meine alte. Jetzt nicht mehr. Nicht, dass ihr meint, das da wären alle Bücher, die ich habe, da unten. Ich habe natürlich noch viel mehr da unten. Also neulich habe ich auch sehr viel an meine kleine Schwester weitergegeben, deswegen ist es jetzt nicht mehr ganz so viel. Ich hatte mehr. Und auf meinem Schreibtisch stehen auch noch welche. Hier. Und hier sind auch noch ein paar Bücher mit reingemixt. Irgendwo. Ja. Also weil ich lese sehr gerne und am liebsten lese ich eigentlich auf der Bank da hinten. Das denkt man jetzt nicht, aber das ist sehr gemütlich irgendwie. Und vor meiner Bank steht dann noch mein geliebter Bogen. Also manchmal schieße ich mit dem, aber das letzte Mal, wo ich jetzt mit dem geschossen habe, das ist schon eigentlich ein wenig länger her. Meine gesamte Taschensammlung ist übrigens in dieser Bank. Also, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich wäre irgendwie bekloppt, aber man braucht so viele Taschen. Zum Beispiel die da. Man braucht auch mal große Taschen. Und glamouröse. Oder mal einen Rucksack. Braucht man ja auch mal. Oder? Oder mal ein Beutel. Ein Beutel. Braucht man auch. Boah, wieder Ries. Oder eine kleine Tasche braucht man auch. Eigentlich brauche ich alle Taschen. Aber nicht häufig, meistens. Aber die da finde ich auch sehr schön. Ach so, und ja, die da benutze ich auch immer, wenn ich zur Querflöte gehe, weil die sehr groß ist. Und da passen meine Bücher gut rein. Die ist aus Lack und
lassen. Und deswegen mag ich die. Und da sind auch meine crafteten Sachen drin. Immer noch. Also, vergiss nicht, mir Videos zu schicken. Wegen dem Elf on the Shelf da hinten. Ich hole ihn mal ein bisschen vor. Ach komm schon. Ach egal. Also von dem Elf on the Shelf. Ihr selber müsst darauf nicht zu sehen sein. Also wer nicht darauf zu sehen sein will, muss nicht zu sehen sein. Ihr könnt aber trotzdem auf dem Video drauf sein. Wie gesagt, ihr müsst mir Gründe nennen, wieso ihr den haben wollt. Ich finde, der ist total niedlich. Irgendwie. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt Lou for you.